die Gonsa mit die Gonslan gehen. Gonslan gehen, Gonslan gehen. Bleib die Madeln dort am Weg und stehen. Grüß euch, liebe Leute, liebe Maschgerer und alle Interessierten am Brauchtum in Tirol. Ich bin der Neiner Robert, Gründer der Zierler Gas vor 15 Jahren. Bleib die Madeln dort am Weg und stehen. Bleib sie dort am Weg und stehen. Fasnacht ist für mich einfach das Allerschönste, die fünfte Jahreszeit in Tirol und überall, wo es Fasnacht gibt. Hallo, grüß euch. Davor habt ihr jetzt gerade den Gründer von die Zierler Gasse gesehen und gehört. Das ist der Höblig, sogenannte Höblig-Bock, auf den sind wir ganz stolz. Ich bin jetzt der Gruppenleiter von die Zierler Gasse und ich bin auch stolz, dass ich die Zierler Gasse seit heuer 2014 leiten darf. Und da sind sie, meine Freunde, der Zierler Gaser, wie man sieht, ein original Laufen aus Zierl und natürlich unser Gasbock, der Odin. Und wir freuen uns ganz gewaltig, dass wir heute da sein dürfen. Die Zierler Gas, eine alte, uralte Faschingsgruppe aus Zierl, möchte euch sagen, dass wir Fasnachtsbrauchtums verkünden. Verkünden rund um die Uhr, weil das ist unsere Aufgabe. Die Zierler Gas, unser Wagen, und unser Zierler Gaser, wir sind dabei. Und unsere Faschingsgruppen besteht, wie gesagt, seit 15 Jahren. Wir haben 17 Mitglieder als Manda und die sind komplett toll dabei. Allem, wenn ein Umzug ist in Zierl oder auch in die Nachbardörfer, sind wir dabei, die Zierler Gas. Mit 17 Leuten und einem riesen Wagen und natürlich unseren Zierler Gaser. Thank you.
die Gosa mit die Goslam gehen. Goslam gehen. Goslam gehen. Ich sage nochmal Dankeschön an meine Wanda. Eine traumhafte Sache heute nach dem Umzug da in Kempten. Wenn Sie Interesse habt, meldet euch. Wir in Zierl, wir haben ganz eine eigene Fasnacht. Ganz eine eigene Fasnacht. Da gibt es die Schnürdes, da gibt es die Zierler Türkeler, da gibt es die Hexen, da gibt es die Bären und auch die Zierler Gaser. Und das ist unser Zierler Gaser, der heuer wieder voll im Einsatz ist. Wirklich, glaubst du mir's? Das ist einmal 6 in Zierl, eine tolle Sache. Zierler Fasnacht stirbt nicht aus.